Freunde, wir haben heute mal wieder ein bisschen was für die Textildesign-Zuschauer unter uns, unter euch. Und wir machen euch alle jetzt zu Designer. Wir zeigen euch einfach mal ein paar Varianten, wie man Textilien gestalten kann. Und bleibt neugierig, guckt einfach rein, guckt ein paar Minuten. Mir kribbelt es mal wieder richtig in den Fingern, endlich mal wieder ein T-Shirt oder irgendwas zu bemalen. Ich habe noch so viel Stoffmalfarben und vor allem so viele tolle Schablonen. Habe mir jetzt endlich mal wieder ein paar neue Shirts besorgt, die ich bemalen kann. Und mir auch schon ein paar Schablonen ausgesucht. Meine Schablonen bewahre ich in so einer Kiste, in so einer Box auf. Das ist noch nicht richtig zugebunden. Und dann kann man die irgendwo hinstellen. Da sind sie dann immer geschützt und verknicken nicht. Oder man kann die auch in große Ordner machen. Aber die Ordner haben sich dann immer verbogen, solche A3-Ordner. Ich habe mir jetzt hier ein paar Totenschädel ausgesucht. Sieht man schlecht. Sieht man schlecht, ja, ist egal, ich kann ja nach und nach malen. Du hast dir jeweils ein paar Schablonen ausgesucht. Ein paar Schablonen schon mal ausgesucht und mache mir jetzt erstmal meine T-Shirts bereit. Mit T-Shirt vorbereiten meine ich immer, also ich habe die mir jetzt schon einmal gewaschen, damit die nicht mehr neu sind. Und da ist ja immer so eine Imprägnierung drauf. Und dann mache ich mir in meine T-Shirts ein großes Brett rein. Ihr könnt auch eine Pappe nehmen, aber mit dem Brett habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wenn wirklich Farbe durchläuft, so wie hier, klebt die Farbe oder die Pappe nachher nicht am T-Shirt. Das Brett geht einfach abzulösen. Bei Pappe könnt ihr das Problem haben, dass sie hinten dann festklebt, sich teilweise ablöst und dann da festklebt. Also lieber so ein kleines, was ist denn das, Sperrholzbrettchen. Genau, dann habe ich so ein A3 oder sowas genommen. Größte Sache, die gibt es. Haarebaumarkt haben wir das mal hin. Ja, ich glaube, beim Haarebau, da habe ich mir gleich ein paar mehr gekauft. Gibt es aber bei Obi auch. Ja. Also, ich habe mich jetzt für diese Schablone hier entschieden. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal irgendwann gemacht habe. Mhm. Sieht nicht so aus, ne? Eine neue kommen noch. Neue kommen nicht, die ich damals noch, das ist schon wieder Jahre her, wo ich das alles mal gekauft habe. Also, wenn ihr Schablonen sucht, guckt bei eBay, gibt Schablone ein von mir aus Totenkopf oder was weiß ich und da findet ihr 100.000 Stück, da braucht ihr keine Angst haben. Die sind da meistens auch relativ preiswert. Und es gibt ja auch von Viva Decor tolle Schablonen und von, ach, was ist denn das andere alles? Ideen mit Herz hat jetzt auch mittlerweile tolle Schablonen. Die hatten sie ja ganz zu Anfang noch nicht. So, jetzt muss man sich dann für eine Farbe entscheiden. Und das ist schwer. Das ist das Schwerste an der ganzen Sache, welche Farbe. Wenn man es nicht gerade. Ja. Die Schablone könnt ihr entweder mit einem Schablonenhaftspray ankleben oder es gibt auch so Sprühflaschen non-permanent, also nicht permanentes Kleben. Die könnt ihr auch verwenden, gibt es auch von verschiedenen Firmen. Und diese Schablonenhaftspray gibt es auch bei Ideen mit Herz und was weiß ich. Mittlerweile gibt es das ja überall zu kaufen. Und wie gesagt, das Schwierigste ist jetzt erstmal die Farbe aussuchen, nachdem ihr die Schablone befestigt habt. Bei mir seht ihr, ich habe das jetzt einfach mit so einem Klebestreifen gemacht. Das ist die einfachste Variante. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig arbeiten, wenn man spachteln möchte. Mit einer Rolle geht das alles ganz einfach, aber diese Creme möchte ich hier ein bisschen spachteln. Ich habe mich nämlich für Inka Textil entschieden. Ich weiß gar nicht, ob er schon sowas kennt. Es gibt ja Inka Gold von Viva Decor für alle möglichen Oberflächen. Und die haben irgendwann auch mal Inka Textil entwickelt, weil das halt so eine schöne Farbe war, dass man das auch gerne auf Stoff haben möchte. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Farbtöne, aber alles nur so eine metallischen. Kupfer, Gold, Bronze, was ist das? Platin, Anthrazit, ja, Silber, Kupfer, Gold. Diese Farbtöne und die kann man jetzt entweder mit dem Schwämmchen auftragen, mit dem Pinsel oder mit dem Spachtel. Und jede Variante, die man auswählt, gibt ein anderes Ergebnis. Wenn du es mit dem Pinsel machst, wird es halt ein zarter Ton. Machst du es mit dem Schwämmchen oder mit dem Pinsel, wird es ein ganz zarter Ton. Und wenn man das aufspachtelt, wird es eine richtig kräftige metallische Farbe. Ich habe jetzt meine Farben erstmal geöffnet. Dann kann man die ruhig nochmal durchrühren. Das ist dann so eine schöne cremige Konsistenz. Und dann, wie gesagt, kann man entweder rollen, pinseln, spachteln. Ich habe mir gedacht, ich spachtel mal wieder, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und gehe dann einfach hier über das Textil so drüber. Und wenn ihr die Schablone aufgeklebt habt, ist das natürlich noch ein bisschen einfacher oder sicherer, dass man nicht drunter rutscht plötzlich mit dem Spachtel. Und da muss man sich immer die Stellen aussuchen, die man mit diesem Farbton dann halt gestalten möchte.
Und man muss entscheiden, ob man das richtig kräftig drauf haben will oder... Ob man es richtig kräftig drauf haben will oder... Wie ihr Druck so. Drauf haben will. Genau. Wenn das mal nicht edel wird. Also zu dick soll man so eine Farbe ja sowieso nicht auftragen. Aber wenigstens, dass das gleichmäßig ist. Mal gucken, wo es hingehört gerade, wo die Nase oder der Mund Knochen noch ist. Das ist ja hier Knochen. Aber das geht eigentlich, geht das ganz einfach alles. Wir haben es ja vor Jahren alles schon mal gezeigt. Kann ich euch gerne noch mal am Ende des Videos verlinken, was wir da schon mal alles so gemacht haben. Das hier wären jetzt erstmal nur ein paar ganz einfache. Ja, wenn ihr den Anfang will, fängt da einfach an. Ja. Das ist wie mit allem. Ja, und dann tastet man sich hoch und dann kann man ganz viel damit machen. Aus so einer Schablone ist ganz viel rauszuholen, wenn man erstmal damit anfängt und weiß, was man alles gestalten kann damit. So, ich denke mal, das war alles vom Schädel. Und jetzt kann man so eine Schablone natürlich einfach in einer Farbe so gestalten. Man kann aber auch mehrere Farbtöne benutzen, so wie ich das jetzt hier gerade wieder mache. Wenn du ganz einfach haben willst, alles mit einer Farbe durchgespachtelt, durchgepinselt, hast du auch einen Effekt. Sieht immer toll aus. Also ja. Man kann eigentlich nichts verkehrt machen. Diese Schablonen sind alle ganz toll. Ganz egal, welche Sorte Schablonen ihr da verwendet. Sind alle eigentlich toll. Moment. Aber umso erfahrener man wird, umso bunter wird man es machen. Ja, man will es dann nicht mehr in einer Farbe haben. Das ist halt so. Das geht halt so viel zu machen und dann wird es auch ein bisschen was. Und gerade wenn ich das euch hier zeigen soll, will man ja eigentlich auch immer viel machen. Aber wir fangen, wie wir es damals gemacht haben, erstmal wieder klein an, damit ihr das ein bisschen nachverfolgen könnt, weil man die alten Videos gar nicht mehr findet so richtig. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die damals alle hießen und ohne den richtigen Namen findet man das eigentlich auch nicht mehr wieder. Findest du deine eigenen Videos nicht mehr? Findest du die eigenen Videos nicht mehr? Frag mich immer, welche kannst du mal den Link raussuchen davon. Aber ich habe die ja nicht benannt. Ich mache jetzt da einen Totenkopf drauf, sondern ich weiß gar nicht, was ich da immer drauf geschrieben habe, welche Technik ich gerade verwendet habe oder sowas. Und nach 6 Jahren weißt du das einfach nicht mehr. Ist raus aus dem Bei Kopf. Den 200 Filmen, die wir gemacht haben. Ja, das sind mittlerweile schon 1500. Über 1500 Filme. Haben wir schon zu laufen? Ja. Das Boah. Und das merkt man sich dann einfach nicht mehr. Na, wer das merken könnte, der ist ein Genie. So, hier haben wir noch so ein schönes Kupfer. Das sieht immer toll aus. Also diese Metallicfarben. Also ich staune immer, dass da nachher ein Ergebnis rauskommt. Für mich ist das jetzt ein Kauderwelsch durcheinander. Das ist jetzt erstmal die Schmiere, ja. Ja. Rumgepansche. Ein Geschmiere. Aber so... Überrascht war ich ja früher auch immer. Das schmiert man jetzt hier einfach drauf und die Stellen, wo nichts hinkommen soll, verdeckt ja eigentlich die Schablone, wenn man ordentlich arbeitet. Und das wird dann eigentlich immer was. Am besten ist natürlich mit so einer Rolle zu arbeiten. Da kann man eigentlich ja, gar nichts... Ja, das musst du auch nochmal zeigen, dass man mit Rolle arbeiten kann. Kann man gar nichts falsch machen. Oder? Könnten ja eigentlich nochmal ein paar Videos mit dem machen hier, oder? Ja. Ja, ich habe noch so viel rumstehen davon und so viele Schablonen, die wir noch nie benutzt haben. Müssen wir eigentlich mal wieder ein paar Shirts machen. Und meine sind ja auch schon nach 6 Jahren alle vergammelt. Du kannst die nur ja nicht alle aufgetragen haben, die wir damals gemacht haben. Naja, und sind da trotzdem schon jetzt Lumpen. Ja, wir machen jedenfalls neue. Wir wollen es auch mal wieder schön haben. So, und jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wie es aussieht. Jetzt ziehen wir hier die Schablone vorsichtig ab. Wenn das mal nicht wieder cool ist. Und macht immer Spaß. Also man kann sich schöne Sachen gestalten und das macht immer wieder Spaß. Sieht immer wieder schön aus, finde ich. Jetzt muss es bloß noch trocknen und dann muss es wie jede andere Farbe eingebügelt werden. Und von hinten, ja. Von hinten einbügeln, oder? Ihr könnt jetzt ein Backpapier drauflegen und von oben bügeln. Ihr könnt es aber auch von hinten bügeln, geht auch zu machen. Wird aber trotzdem Backpapier dann drunter legen, also ein Backpapier hinlegen, das T-Shirt mit mir Gesicht dann eben da drauflegen und dann bügeln, das geht zu machen. Oder eben von oben auch drauf, mit dem Backpapier. So, und dann habe ich mir hier noch einen anderen Schädel ausgesucht und auch eine andere Farbe von Viva Decor. Die haben ja auch die Softex, das ist auch eine ganz tolle Farbe. Und die kann man jetzt auch wieder rollen, spachteln mit dem Pinsel, also... Bevor ich mit einer Rolle arbeite, das habe ich früher ganz oft gemacht, arbeite ich jetzt lieber mit dem Pinsel, weil man mit der Rolle einfach mehr Farbe verbraucht als mit dem Pinsel. Die Rolle saugt nämlich ganz viel Farbe ein. Und hier kann man jetzt einfach so schön mit dem Pinsel reingehen und dann streicht man halt die Schablone so ein bisschen nach.
immer die Teile, die frei sind, nachpinseln. Kann man auch nichts falsch machen. Und dann hat man auch ein schönes Shirt. Geht auch ganz schnell. Und da kann man auch wieder nachher noch mit Farben arbeiten, wenn man möchte. Und da gibt es so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich zeige euch jetzt erstmal bloß so ein paar Anfänge. Um wieder auf den Geschmack zu kommen. Um wieder auf den Geschmack zu kommen, genau. Und damit ihr euch endlich mal wieder unsere ersten Filme anguckt. Ja. Die vernachlässigt ihr nämlich ganz gewaltig. Ja, wir haben uns so eine Mühe gegeben, euch in Textildesign einzuführen damals. Und das sind eigentlich die, die am wenigsten geguckt werden und trotzdem kriegt die meisten Fragen dazu. Am Ende des Films verlinken wir euch einfach mal ein paar von denen. Also reißt euch zusammen und guckt die anderen Filme. Guckt die anderen Filme jetzt. Immer einen neuen und einen alten. Ja. Oder mehrere am Tag. Ja. Jetzt habt ihr Zeit, jetzt könnt ihr gucken. Ja. Wenn ihr jetzt so wie ich kein Schablonenhaftspray drunter gemacht habt, kann es sein, dass bei manchen Schablonen hier so Teile frei, naja, schweben. Die haben ja bloß die äußeren Ränder angeklebt, dann kann man sich aber behelfen, indem man jetzt hier einfach mal kurz festhält und dann klebt nach einer Weile dieses Teil dann auch, weil ja die Farbe dann da drauf ist. Und dann kann man den Rest jetzt hier von der Schablone auch einfach weiter malen. Also man muss sich da immer mal ein bisschen, ja, man muss ein bisschen kreativ sein, um mit solchen Schablonen dann einfach freihand zu malen. Was heißt freihand? Ohne dass das richtig festgeklebt ist. Aber es gibt immer Mittel und Wege, wie man nach oben kommt. Um das hinzukriegen. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum ich da so Stellen freigelassen habe. Da habe ich mir gedacht, könnte man eigentlich mit einer anderen Farbe noch reingehen, dass die Augen, Nase und Mund ein bisschen, ja, noch ein bisschen vorscheinen, vorschimmern. Und dann nehme ich jetzt hier einfach Inka Textil. Da wollten wir euch ja zeigen, dass man das einfach aufpinseln kann. Da hat man euch ja eben schon gezeigt, dass man es spachteln kann. Man kann es aber genauso gut malen. Und dann wolltest du das nicht mit Silber machen? Ja, wollte ich eigentlich mit Silber machen, aber mich jetzt für Kupfer entschieden. Ohne mit mir abzusprechen. Ohne mit dir abzusprechen. Und dann malt man das jetzt hier einfach drüber. Und dann hat man natürlich die obere Schicht, ist dann natürlich in dem Kupfer, selbst wenn er da irgendwo mit Weiß drunter gemalt hat, das schon. Jetzt hier noch dieses Auge. Und bei dem Mund bin ich mir nicht so ganz schlüssig. Ich wäre jetzt so frech und hätte da einfach einen roten Mund hingemacht, aber ich werde den einfach auch mit dem Kupfer machen, dass das alles ein bisschen betont ist. Und da sieht man jetzt ein bisschen die Unterschiede. Wenn man halt einen Pinsel benutzt, wird das alles ein bisschen dünner. Sieht man halt die Struktur vom Shirt noch ein bisschen durch. Wenn man spachtelt, sieht man die Struktur nicht, weil es halt dicker ist. Schön aussehen tut alles. Schön aussehen ist trotzdem. Und die Motive sind jetzt auch Geschmackssache. Ja, die, ja. Viele lieben keine Totenköpfe. Ja, das wünscht sich jetzt aber gerade eine Freundin. Die möchte gerade wieder Totenköpfe haben. Mach mir doch mal wieder ein Shirt. Naja, dann male ich ihr halt ein Shirt. Und wir haben das gleich ausgenutzt, um euch wieder anzustecken. Genau. Zu zeigen, wie es geht. Und wenn ich dann für meinen Mann wieder Shirts mache, da, wie gesagt, wir haben jetzt erstmal angefangen, die... Der kriegt ja dann wieder bunte Röschen und Steinchen. Da kann ich dann wieder ein bisschen mehr. Meine Freundin möchte nicht so viel drauf haben. Und bei meinem Mann kann ich dann wieder ein bisschen mehr zeigen. Da habe ich dann wieder zu tun, meine Männlichkeit zu verteidigen. Da lachst du, ja? Das freut dich dann immer. Da kriegst du pinke Shirts. Ja. Oha. So, die Nase. Also wenn man das so auf der Schablone jetzt hier mal sieht, sieht das katastrophenmäßig aus. Ist immer schön, ja. Hm. Jetzt verbiegt sich auch langsam das T-Shirt darunter ein bisschen. Das weitet sich dann meistens, der Stoff. Aber das zieht sich nachher auch wieder zusammen. Ihr dürft jetzt bloß nicht dran rumzuppeln. Und ihr müsst das jetzt so fertig malen, wie das hier ist. So, fertig. Sieht aus wie eine Kindermalung. Ja. So, und jetzt wieder Abracadabra. Mal gucken, ob das geworden ist. Ach du grüne Neune. Ach du Kacke. Sieht doch gut Wenn aus. Wenn das mal nicht wieder edel geworden ist. Ich find's schön, ja. Was? Schöne Sache. Und auch hier muss man dann jetzt natürlich wieder einbügeln. Bist da ihre Freundin, ja? Die bekommt so eine geilen Motive. Und meiner Wenigkeit muss mit Plüsch rumlaufen. Also wirklich, das ist ganz, ganz gemein.
kann ja auch eins so malen. Wir wollten ja andere Sachen zeigen, was man noch machen kann. Nicht einfach nur drauf malen oder drauf spachteln. Da wird auf meine Seele keine Rücksicht genommen, ne? Nee, du musst dann das tragen, weil ich da noch Strasssteinchen drauf mache und Plusterfarben oder sowas. Bling-Bling-Farben. Ich kann dich Glitter. So mitleiden, ey. Wirklich. So, und jetzt habe ich noch eine Variante mit dem Roller hier, mit so einem Farbroller. Das ist, kann man natürlich auch immer machen. Muss man jetzt erstmal in den Farbroller die Farbe ein bisschen einarbeiten. Das ist jetzt eigentlich die einfachste Variante, um irgendwas zu machen. Und dann wird bloß über die Schablone drüber gegangen. Und da kann man jetzt eigentlich gar nichts mehr verkehrt machen, weil du ja nicht mehr drunter rutschen kannst. Brauchst aber, finde ich, immer die meiste Farbe von allen. Aber das Einfachste. Das Einfachste. Viva hat schöne Farben, ja. Viva hat ganz tolle Farben. Die haben ja auch noch diese Glitzerfarben. Ich habe jetzt hier nur Softex erstmal. Und die anderen heißen, wie heißen die? Nee, das ist auch Softex. Da habe ich jetzt noch Gold. Ihr könnt jetzt noch Gold mit drin mischen. Wie willst du denn das machen? Ja, du kannst einfach noch ein bisschen hier, ein bisschen dahin malen. Mischen. Wollen wir einfach machen? Ja. Kann man zeigen. Wer nicht probiert, der nicht gewinnt. Ich weiß ja, wie geht. Ein bisschen Gold. So. Rolle. Und da wir das ja sowieso miteinander vermischen wollen, können wir das jetzt einfach hier so in die Rolle so reinmachen. Dann hat man hier halt noch einen anderen Farbton mit drin. Kann die Farben ja alle untereinander mischen. Was das alles sieht, ja. Ja. Aber das gibt dann nachher auf dem T-Shirt auch nur einen Hauch Farbe. Naja, ich könnte das jetzt eine neue Rolle nehmen. Können wir auch noch zeigen. Eine neue Rolle nehmen, jetzt hier das Gold einarbeiten. Und dann wird das natürlich immer kräftiger, je mehr man das einarbeitet. Nein, ich meinte jetzt auf dem T-Shirt die Farbe, die bleibt. Auf dem T-Shirt ist jetzt mit einer Rolle nur bloß nur ein Hauch. Hauch. Spachteln ist dann die meiste Farbe immer, die da drauf ist. Malen ist dann so halb viel, halb dick. Und Rollern ist halt nur ein Hauch. Könnt ihr jetzt natürlich auch zweimal drüber gehen. Aber ihr seht schon, wie viel Farbe ich jetzt hier verbrauche für das bisschen Rollern hier, weil das immer mehr in die Rolle reingeht. Ja, ist nur ein Hauch, aber der meiste Farbverbrauch. Reimt sich das? Ja. Fast, ne? Ach, du bist so ein Dichter und Denker. Ich bin so ein Genie, ey. Stark, schön und mutig. Stark gegen eine Wand gerannt. Schön zurückgeprallt und mutig wieder gegen die Rand, ne? Ja. Da widersprichst du ja nicht, ne? Nö, warum sollte ich? Warum? Um mein Selbstbewusstsein nicht zu zerstören. Ach, da müsste schon was anderes kommen, glaube ich. Boah. Das ist immer der beste Effekt, wenn du dann abziehst. Und selbst mit der Rolle, das sieht doch edel aus. Und vorher kann man sich das immer ja nicht so vorstellen. Und jetzt sieht man hier immer noch so ein bisschen milchig. Erst denkt man ja immer, oh, das Gold ist ja jetzt ja nicht irgendwie toll. Aber das Milchige geht noch weg und dann bleibt nur diese Goldene da nachher. Und das sieht doch edel aus. Wenn das mal nicht cool ist. Sieht schön aus. So, damit ihr jetzt noch seht, was man mit Schablonen und ein bisschen Farbe noch machen kann, föhne ich das jetzt hier erstmal trocken. Und dann gestalten wir noch ein bisschen mehr dran. Zeigst du noch ein bisschen mehr. Können, ja? Um jetzt mein Motiv, was ich hier gemalt habe, ein bisschen zu schützen, mache ich mir jetzt einen, naja, Platzhalter, sage ich immer dazu, habe mir jetzt auf ein großes Blatt Papier die Umrisse von dieser Schablone hier übertragen. Dann muss ich mir das Mittelteil da ausschneiden. Dann kann ich das nämlich drauflegen auf den Wolf, den ich hier gemalt habe.
Gut, ihr seht jetzt, die Farbe ist jetzt hier schon besser getrocknet. Jetzt kommt das Gold natürlich viel besser zur Geltung, wenn diese milchige erstmal weg ist. Also das Gold ist auch wunderschön. Jetzt lege ich mir meine Schablone, die ich ausgeschnitten habe, hier über meinen Wolf drüber. Jetzt ist das erstmal bedeckt und kann da nichts mehr mit passieren. Und dann wollte ich da noch einen kleinen Hintergrund hinzaubern. Man kann da, wie wir schon gesagt haben, rumzaubern und rumzaubern. Ich habe jetzt hier ein bisschen Baum. Mal gucken, was sieht das irgendwo so. Felsen. Ein bisschen Felsen und Berge. Jetzt mache ich mir erstmal den Baum da drüben. Schieb mir dann das Ganze hier ein bisschen rüber. Also ich hätte die Felsen, so wie du jetzt gelegt hast, hätte ich das jetzt. Hilft doch nicht, du siehst doch das hier nicht. Nee, aber du siehst da die Felsen. Das hier male ich jetzt erstmal und dann schiebe ich mir das ganze Zeug hier ein bisschen rüber und habe dann hier nochmal mehr. Ja, das kannst du auch mal, okay. Also. Gut. Kleiner Klugscheißer. Na, so kannst du mit mir nicht umgehen. Doch, also überlege bloß, ob ich das ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer setze. Nee, ist schon richtig so. Schon richtig so, ja. Ja. So, jetzt muss hier die Schablone hin, jetzt muss man sich wieder für eine Farbe entscheiden. Na, weiß, Winter. Einfach nur weiß, ja. Na. Winterweiß, jetzt muss ich meinen Pinsel wieder sauber machen. So, und dann überträgt man sich jetzt halt dieses Bild von der Schablone hier praktisch wieder. Also, man kann unendlich damit malen und machen und man kann noch Sprühfarben nehmen, man kann noch... Das geht alles in einem Video ja nicht zu zeigen. Und das Coole an der Sache, es sind alles Unikate. Es sind alles Unikate, weil du kriegst kein T-Shirt eigentlich wieder so hin, wie du das mal hattest. Und damit bist du der König der Welt. Du bist ein Klubs. Du hast jedenfalls einzigartige T-Shirts, die kein anderer hat. Kann man ja nicht kaufen. Die T-Shirts ja, die Bemalung nicht. Ja, die T-Shirts schon und die Schablonen kann man auch kaufen, aber... Das sieht halt nie so aus, wie du das gestaltet hast, weil der Nächste das so nicht ganz genauso hinkriegt. Wenn ihr das jetzt bei mir hier abguckt, natürlich kann das natürlich so einigermaßen so aussehen, aber auch nicht ganz genauso. Und das Schöne eurer Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Nee, ihr könnt da immer noch ein bisschen was machen und noch ein bisschen was machen. So, jetzt muss ich das hier abziehen. Boah. Schon mal cool aus. Und jetzt lege ich mir auf diese Seite hier ein bisschen mehr. So, das wird wieder ungefähr so gleich hoch hinkriegen. Und jetzt male ich mir hier den Berg und diesen einen Baum wollte ich da eigentlich so hin haben. Das ist mein Brett zu Ende. Gucken, was ich das. Ja, so passt das. Und dann hat man da so im Hintergrund noch ein bisschen die Berge, die Freiheit ruft oder die Wildnis ruft. Jetzt ist die Fantasie mit dir durchgegangen. Ja, wenn man erstmal wieder anfängt damit, ich finde das so schön, das ist, dass man da so tolle Sachen mit gestalten kann. Ich habe mir da schon so schöne Teile mit gemacht, tolle Jeansjacken, Hosen, T-Shirts, Kissen. Was ja in den alten Filmen. Ja, einfach mal Glitzer-Else Textilgestaltung oder Textildesign, logisch habe ich das genannt. Oder auf unsere Seite gehen und ganz am Anfang anfangen. Ja, da musst du aber dann 1500 Videos runterholen. Du kannst da einklicken, Anfang, ersten Film. Oder so, ja. Das die sind alten Filme und dann fängt das von ganz unten an. Dann fängt das von ganz unten an. Von ganz vorn, unsere Anfänge. Genau. Unsere stotternden Anfänge. Ja, wo wir uns noch nicht getraut haben zu erzählen. Ja. Wo wir noch schüchtern waren. Blauäugig. Blauäugig, schüchtern. Naja, man hat schon so einen hier durch. So, jetzt habe ich die Seite hier auch noch fertig. Ey, wenn das mal nicht cool ist, ey. So, und jetzt hat man den Wolf und die Berge. Finde ich cool. Das ist cool. Ist mal was anderes. Das ist absolut geil. So, jetzt habt ihr sie alle drei hier nochmal nebeneinander. Also ich finde die alle schön, ob ihr spachtelt, ihr pinselt oder ihr rollt. Und wie gesagt, man kann da so viel hinspielen. Erstmal eins trocknen lassen, dann könnt ihr das nächste noch malen. Da kann man immer noch wieder Sachen ransetzen. Wenn man jetzt an den Totenschädel zum Beispiel noch eine Rose ranmachen möchte, würde ich jetzt für mich zum Beispiel wieder machen. Noch eine Rose ransetzen oder einen Stinkefinger. Sowas haben wir auch noch. Kann man da auch noch ransetzen. Ja, den haben wir auch noch. So ein Knochenstinkefinger.
Aber das seht ihr in den alten Videos, wenn er da mal stöbert. Also probiert es ruhig aus, traut euch ran. Die Farben von Viva Decor kann ich nur empfehlen. Die sind alle ganz toll. Probiert es aus, besorgt euch die. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Und schön. Wunderschön. Cool.